Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. How have you been? Like, since last night? Holy shit. The Tempest was just yesterday? Yes? So much has been happening lately. I actually brought Rachel here just a while ago, but it feels like forever. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe! I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man, everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Die Eltern tun mir schon leid. Aber was soll man machen? Jetzt kann man halt nur noch abwarten, bis Rachels Wunde verheilt und ja. Hello? Rachels Vater hat sein Büro in seinem Haus? Was ist das denn für ein Luxus? Dann hat er auch gar keine Fahrtwege oder sowas. Kann er quasi gleich nach dem Frühstück runtergehen und arbeiten. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Okay, dann schauen wir mal. Was mich ein bisschen wundert ist, warum ist sein Büro überhaupt so abgeschlossen mit so einem Sicherheitssystem? Immerhin ist es in seinem Haus und ja, jemand, der in sein Haus einbricht, der kommt bestimmt auch locker in sein Büro rein, jetzt mal von den ganzen Fenstern und so abgesehen. What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigerstattung, Klage Nummer 3888, Art der Klage, Tätlichkeit, zuständiger Beamter, Sergeant Alex Keller, Abzeichen Nummer 521,
Name Damon Merrick, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,83, Gewicht 82 Kilogramm, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt: Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe, Zeit 22.15 Uhr, Datum des Vergehens 12.04.2010, Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk, Bezug 205. Anschuldigungen: Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug den Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Arcadia Bay's least wanted. Arcadia Bay's least wanted. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad? That stuff is all politics anyway. Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Du sagst viel Glück da draußen. Danke, ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Okay, da hätten wir die abgeschlossene Schublade, aber vielleicht stöbern wir noch die anderen Sachen vorher durch. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung, verliehen an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. More sherry. Wie sie einfach mal alles vollkritzelt. Da kannst du dich, da kannst du sich doch schon wieder auf Ärger gefasst machen. Das brockt sie sich immer selber ein. James sure keeps lots of files on people. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Von Sarah an James. Es reicht! James, das reicht! Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich sauer. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen? Du bist dabei, von einem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu.
Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es, Sarah. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Welcome to Shadyville. Ach, da ist das Handy. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten, wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts? Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Ich schätze mal, ist es vielleicht Frank und Damon? Oder, nee. Der Staatsanwalt schreibt persönlich mit Damon, glaube ich. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen? Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Hab ich. Ich weiß, dir ist das alles neu, aber so funktioniert's. Du zeigst mir den Beweis und ich gebe dir, was du willst. Verdammt. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel? That's so messed up. An meine Rachel. Mein Name ist Sarah. Ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen. Auch was am Jahr am allerwichtigsten ist. Dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit. Und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. Liebe Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur...
Ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde. Dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer, als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorn anfangen. Ich will es, mit all meiner Macht. In Liebe, Sarah. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht war es ein Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, dass es wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es sehr. In Liebe, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen. Aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich die letzten Jahre über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu werden. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg, Sarah. Costerman and Shapiro, Familienrecht, Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihrer gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjährige auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treue und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageeinreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon, Satzung 42.4b Tillamook Country Sozialdienst, resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro, LLC. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ungültig, James Amber, zahlbar an Sarah Gerhardt, Betrag $3,000. Ja. Dürfen wir jetzt gehen? Ich glaube nicht. Irgendwas sollten wir doch noch fotografieren, aber ich weiß nicht so genau, was. Sarah sent. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Hmm.
Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ein Bild vom Beweis schicken, aber von welchem Beweis? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. James sure keeps lots of files on people. Sarah sent all these... The Sarah in this letter. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Das heißt jetzt natürlich auch, dass... Ach, da ist der Beweis, okay. Das heißt natürlich jetzt auch, dass der Vater weiterhin versucht, sie mit Geld fernzuhalten, aber... Ja, es nicht so funktioniert, wie er gerne hätte. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Oops. Nein, ich wollte den Handschuh. Oh, ich habe jetzt einfach gedrückt, weil ich dachte, ich komme dann einfach raus. Ah, zum Glück war es nicht zu spät. Da stand doch vorhin irgendwas mit dem Handschuh, oder? Wie, die arbeiten jetzt wirklich zusammen? Um Sarah vielleicht fernzuhalten? Kann es wirklich sein? If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Ich hätte den eher erstmal in Sherry gehalten, also erstmal in Alkohol gehalten und dann angezündet, weil ich glaube, den wäre noch so eine extra Schicht gewesen, die verhindert hätte, dass der Handschuh direkt verbrennt und dann hätte man quasi den Beweis noch retten können. Uff. Oh nein. Better not touch that again. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zu Hause bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen schon so nicht genug. Nein, warte doch mal! So. Liebling, wir verbringen doch so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch.
So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Sheldon Pike. Wohnen Sie innerhalb der letzten Monats verhaftet? Bla bla. Ja, nichts Interessantes eigentlich. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Okay, der Gerald Scott ist der Spitzel. Hope James doesn't really get Damon off the hook. Kann ich den jetzt irgendwie zurückschreiben? Ist hier unser eigenes Handy? That dude's gotta pay. Warte mal. Können wir den jetzt irgendwie mal zurückschreiben? This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Man, oh. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Ach. Der. Warte mal, wie ist der jetzt? Sean? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Ah, man. This guy's the snitch? He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Ich glaube ja immer noch, dass der hier der Spitze ist. Wie hieß er denn? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Scott. Wo haben wir denn hier Scott? Ist das hier nicht der T-Shirt-Verkäufer? I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Oh, ich weiß doch nicht, wie der heißt. Warte mal. Oh, ich muss noch mal nachgucken. Der hat doch hier sicher einen Spitznamen. So much info at home. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Aber es kann ja im Prinzip nur der hier sein. Weil die anderen drei, die erkennen wir ja. Na gut.
Oh, okay. Damn. This will be tougher than I thought. Maybe I should dig around for some evidence. Payment? Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Holy shit. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Elliot? What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Vor allem, warum kommt er einfach so in die Wohnung rein? Das darf er doch auch nicht. I can't really talk about it. Rachel needs my help. I'm sure she does. I'm more concerned about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Oh, kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave, right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger, again! I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop
Stop suggesting that she's somehow bad for- The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before- I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise, no one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout, hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened, look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Okay. Elliot, please. I know you're upset, but- I'm not upset! I'm trying to help you. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Oh mein Gott, was ist der denn für ein Freak? What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is at great risk. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey! It's okay. I'm not going anywhere. I Nein! Need things to hurry up and get here. Nein! Now. Ich hab's verkackt, glaube ich. You're acting strange. Uh-oh. What's going on? What? Nothing. I Scheiße. What are you? Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot!
What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute.